Hey Leute, was geht? Ihr seid bei JBCast TV und willkommen zu dieser neuen Serie. Ihr seht, ich stehe wieder in unserer netten Halle und hier über mir ist ein Auto. Denn wir planen eine neue Serie zusammen mit dem MSF Olching e.V. zu machen für den Autoslalom. Denn aktuell haben wir für den Autoslalom ein Auto und mit der ansteigenden Zahl an Interessierten, die Autoslalom fahren wollen, ist es vielleicht ein bisschen wenig. Also bauen wir einen Rennwagen auf. Auf welcher Basis? Nun, ich stehe direkt drunter und haue hier fast meinen Kopf an. Aber die Basis ist ein Ford Puma. Bevor wir loslegen, hier irgendwas auseinanderzunehmen, sollten wir erstmal unsere neuen Teile holen. Eieiei, was ist denn da alles drin? Ja, Sitze, Federbeine. Wir bauen wieder Straßensitze ein, aber Sportsitze. Ja. Hilfe bei Sitzen. Jetzt haben wir die guten Recaros, die sind noch aus einem Ford Escort ursprünglich. Und von daher besseren Seitenhalt und nicht sehr schwer. Wir hatten ja schon mal einen Puma als Slalomauto, der leider beschädigt wurde und nicht repariert werden konnte. Was ist passiert? Ein Kollege von uns hat gemeint, er muss sich einmal abrollen damit. Die Dinger basieren ja auf dem Fiesta von damals. Sind nur eine Kopie-Version sozusagen vom Fiesta. Sind vom Fahrverhalten deswegen auch wirklich klasse. Aber rosten leider. So. Ah, wen hast du mal mitgebracht? Unsere Hilfe ist da. Hallo. Servus. So. Aber was muss denn jetzt gemacht werden? Federbeine raus komplett. Erstmal die Räder runter, dann die Federbeine raus, weil wir die Federbeine schon mal tauschen wollen. In dem Zuge tauschen wir auch gleich die Querlenker vorne. Hey, schöne neue Bremsen. Da braucht man schon mal nichts machen. Guck mal. Es ist jedoch auch vorgeschrieben für die Klasse, in die wir fahren wollen, in der G-Klasse, dass das Auto komplett straßenzugelassen sein kann. Muss. Muss, ja. Ja. In der Klasse G, in der wir fahren, muss ja innen alles original sein. Mhm. Das geht sogar so weit, dass die Hutablage drin sein muss. Ja, doch. Ja. Doch. Sie gehört zur Serienausstattung, deswegen muss sie drin sein. Aber keiner sagt, dass ein Wagenheber drin sein muss. Wir brauchen ja für einen Slalom keinen Käfig und keine vier zugelassenen Teile unbedingt, sondern dürften ja mit Straßenteilen fahren. Es ist Tuning erlaubt im Sinne von Fahrwerk, im Sinne von zum Beispiel Domstreben oder sowas. Es ist allerdings nicht erlaubt, die Bremse zu verbessern oder den Motor zu verbessern in irgendeiner Art und Weise. Also selbst Sportluftfilter oder ähnliches sind verboten. Reiß raus! Einfach alles raus. Er hat gesagt rupfen. Er ist gerupft. Yippie! Raus! Zu blöd, dass das alles dann auch wieder rein muss. Wisst ihr was? Ich glaube, zum besseren Arbeiten machen wir doch jetzt die. Ja, das so. Geht nicht schlecht. Vergiss es. Wie? Ich wollte gerade sagen. Hier ist es nämlich mit dem Kabelbinder hingemacht. Gleich nicht mehr. Also die Kabelbinder, nicht das Seil durchzwinken. Ich bin zwar eine Frau, ja? Aber so blöd bin ich auch nicht. Okay. Hat jetzt niemand behauptet. Ich weiß nicht, warum die Frauen immer so auf so Ideen kommen. So ist weit genug weg, dass man hinkommt. Ich hab eine Idee. Oh, oh. Kletter doch mal da rein und mach's von innen. Du bist die Kleinste. Ich? Ja, logisch. Ja, klar. Mhm. Und jetzt? Es war erstaunlich schwer, die Schraube zu drehen. Und Lydia fand auch bald heraus, warum. Das liegt daran, dass du angezogen hast. Sag jetzt bitte nicht, ich hab in die falsche Richtung gedreht. Leck mich doch am Arsch, ehrlich. Ich bin zwar eine Frau, aber... Danke. Entschuldigung, der musste jetzt. Ja, ist mir schon klar, danke. Wie war das? Die starke Frau steht zu ihren Schwächen. Ist recht. Puh.
Hoi! Hupe geht! Während die beiden fleißig Fahrwerk und Sitze ausbauen, haben sie für mich auch eine wichtige Aufgabe gefunden. Vielen Dank. Oh nee. Warte, du musst auch mal hoch. So. Ich habe gesagt, da fehlt die Kraft vielleicht einfach. Jetzt sehen wir dann gleich mal den Unterschied zwischen einer Serienfeder und unserem Fahrwerk. Bisschen ein Unterschied. Ganz kleiner. Oder? Ganz kleiner Unterschied. Man kann sich annähernd vorstellen, was von dieser Feder überhaupt noch federt. Nichts. So gut wie nichts. Genau. Ja, wenn fertig ist, wenn du mit dem über den Gullideckel fährst, solltest du deinen Mund geschlossen haben, weil sonst knallt dein Unterkiefer gegen den Oberkiefer, weil es die Karre einfach nur einmal einen harten Schlag macht. Du könntest auch gleich ein Rohr reinmachen eigentlich. Ja, für Unterschied ist nicht, ja. Na, wir brauchen ja nur eine Stütze von unten, die die Achse hält. Ja, ja. Und dann eine Leiter, damit ich wieder reinklettern kann. Ja, genau. So, und jetzt achten wir nicht auf diese Zinken, die sich jetzt, bevor wir hier anliegen, in den Benzintank bohren. So. Und jetzt machen wir die Klappe zu. Ja, perfekt. So, Jochen, wollten wir uns nicht eigentlich noch was zu essen holen gehen oder so? Solange ihr mir die Leiter da stehen lasst, ist alles gut. Und genau das beschloss ich zu tun. Also, auch das mit der Leiter. So, ich habe mich jetzt freiwillig gemeldet, dass ich Essen hole. Schließlich ist Mittagszeit. Hat mir auch gleich die Möglichkeit gegeben, die GoPro zu holen. Denn mein Kameraakku ist fast leer. Keine Ahnung, was die anderen beiden jetzt machen. Ich schätze, die werden noch die hinteren Federdome fertig festmachen. Und vielleicht auch schon was Neues anfangen, keine Ahnung. Vielleicht filmen sie ja mit, schauen wir mal. Dann werden wir zuerst das neue Federbein einsetzen, weil das auch kürzer ist wie das da. Mhm. Und dann schrauben wir hier, hier und hier auf und tauschen noch die Bärenker im Prinzip noch. Servus, ich krieg einmal ein Big Mac Menü. Mit den Riffelkartoffeln, Sour Cream Dip und einem Schokoshake. Die wollte ich keine Nudeln. Aber ein guter Anfang. Außerdem noch 3 McWrap Chicken Sweet Chili. Geht doch. Einen Double Chicken Burger Sweet Chili. Ja. Und einen Double Cheeseburger. Warte wieder vor, Dankeschön. 19:34. Upsala. Oh Mann! Hoppla! Das war nicht mal ich! Das ist aber sogar eine relativ nette Beule. Ja, klar. Ralf! Nee, das war ich nicht. Nein. Ja, ja. Die Kerbe in der Bremsscheibe, die hast du nicht. Das war ich nicht. Ich kann es ja reparieren und nicht kaputt machen. Ich weiß schon, jetzt kriege ich alles zurück, ja, was ich vorhin an so mit Hoppla! Federbein runtergefallen. Das hier ist eine Feder von einem Auto. Das ist eine Feder von einem Eisenbahnwaggon, glaube ich. Das machen wir anders. Den fixieren wir oben. Genauso wie den drüberen. Und dann drücken wir von unten mit dem Getriebeheber einfach den Querlenker nach oben. Gute Idee. Plag mich doch nicht ab. Ich
Ja, ja, klopf. Ja, ja, klopf. Ich hoffe, die Stange brauchst du nicht mehr. Handtücher, mehr oder minder. War ich so schlimm aus, oder was? Nö, aber nicht, dass beim Katern jemand fragt, was du gemacht hast. Schönen Samstag noch. Ebenso. Ebenso. Danke fürs Helfen. Danke. Ebenso. Ciao. Ciao. Servus. Schnauze! Einmal wieder 40 Floten. Tja, wie macht man das? Erstmal so, genau, jetzt. Der Unterschied hier, den siehst du ganz deutlich hier. Der ist serienmäßig und hat hier ein ganz weiches Gummilager drin. Und der hier ist speziell für uns Motorsport, hat hier ein Polyurethan-Lager, ein sehr großes, als Polyurethan-Klotz, richtig? Das heißt, dass damit auch nochmal das Fahrverhalten viel direkter wird. Und wenn du halt die da drin hast, dann direkt spürst du jeden Kieselstein. Okay. Also genau, das ist, was wir wollen. Das wollen wir. Juhu. Meine Fresse, ey, was das für ein Wind. Schaut auf jeden Fall beim MSF Olching auf der Webseite vorbei. Wenn ihr euch für Autoslalom oder Kartslalom oder auch Wandern interessiert, könnt ihr mal gerne vorbeischauen. Okay. Wieder einhaken. Das ist so ein Hund. Säbel doch das Zeug einfach durch, Mensch! Lex! Jetzt! Also. Schau so! Hey. Einmal um den Kopf. Okay. Gut, dass wir da vorhin genug Hilfe hatten beim Fahrwerk montieren. Das hätten wir ansonsten nicht hingekriegt, glaube ich. Und es würde nicht so gut aussehen, weil ich die Kamera nicht halten hätte können. Genau. Auto vor! Wiegt nix, kann man schieben. Du, zu Demonstrationszwecken, schau mal doch mal, wie hart dieses Fahrwerk wirklich ist. Ach ja, unser Slalom-Fahrwerk. Aber ich kann ihn irgendwie nicht runterdrücken. Hä? Der Puma hat halt eine Fahrwerksgeometrie, die von Haus aus, wenn er tief ist, so wie jetzt mit dem Fahrwerk, schon von Haus aus viel Sturz hat. Das heißt, er ist bei langsamen Kurven halt entsprechend gut. Also 2 bis 3 Grad ungefähr sind perfekt eigentlich jetzt für unsere Zwecke. Gut, dann kommen die Sitze dran. Was darf denn laut Gruppe G-Regeln im Innenraum eigentlich alles gemacht werden? Du darfst alles haben, was in dem Auto oder in vergleichbaren Fahrzeugen serienmäßig war. Du darfst ganz normale Straßensitze fahren, das heißt, auch der Sitztausch ist völlig in Ordnung. Schrauben drehen oder drehen, mit Überschnittenflossen in der Werkstatt stehen. Du darfst nur nichts rausbauen im Prinzip, was das Gewicht des Fahrzeugs verändern würde. Das heißt, also alle Türverkleidungen müssen drin sein, die Rücksitzbank muss drin sein. Diese ganzen Geschichten, die man bei einem Rennwagen normalerweise zerlegt und ausbaut, darf man jetzt in der Gruppe G nicht. Jetzt haben wir ein Schneegraupel-Mischungsmüll, der gerade vom Himmel runterkommt. Na, Prost, Mahlzeit. Es ist auch einfach eine praktische Sache, weil das Auto immer noch ganz normal auf der Straße fahrbar ist und wir auf Achse auf die zur Veranstaltung fahren. Auch wenn das dann nicht ganz bequem ist wegen dem Fahrwerk. Sieht doch gut aus. Dann machen wir mal eine Sitzprobe. Ja? Die Dinger haben gut Seiten halt. Also, wenn man sich jetzt vorstellt, man fährt und da geht's dann links, rechts. Also ich habe links und rechts falsch rum gesagt. Jetzt ist das dann natürlich Straßensitzposition. Das sieht dann beim Rennfahren etwas anders aus. Aber das zeigen wir, wenn wir dann tatsächlich auf die Rennstrecke fahren. So, das war's mit dieser Episode von Wir bauen ein Rennauto. Wir haben jetzt die Sitze und das ganze Fahrwerk jetzt schon umgebaut. Ja? Die Rennteile, die wir brauchen für den Slalom, sind jetzt soweit momentan drin, nur die meiste Arbeit kommt noch. Und dann wollen wir ja auch schlussendlich ganz polieren noch. Ja, das lustige Teil. Oder ein Vereinsfarben werden. Der lustige Teil ist polieren, aber das kommt alles noch in kommenden Videos. Wir müssen ein bisschen lauter reden, weil der Graupel jetzt unser Dach doch ziemlich zudonnert. Tja, das Wetter ist nicht slalomtauglich. Nein, deswegen sind wir auch hier in der Halle drin.
bald kommen weitere Videos von Wir bauen ein Rennauto. Und damit ihr das nicht verpasst, dann driftet eure Hand über den Abonnentenknopf, macht einen Banner auf den Like-Button. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Tschüssikowski. Ciao. Aber nicht reingeschnitten, ich sag's dir. Oh, es ist so ein schöner, lustiger Moment.